massig Teamfight im anderen Team. Mit Earth Spirit, Kunkka, Medusa. Was spiele ich denn dagegen? Underlord eventuell? Underlord ist gar nicht schlecht. Gegen Spiritbreaker auch. Gegen Earth Spirit, der reinrollt. Oh, der Slark. Oh, das hätte doch noch so einen Scheiß gepickt. Oh. Warum denn? Warum denn einen Idiot? Irgendwas anderes, was irgendwie gut... Combo Breaker ist, Silencer klassisch. Centaur. Könnte so ein bisschen helfen und gegen Medusa. Bloodseeker. Der gute Slark-Pick. Kunkka, Earth Spirit. Prepare yourselves, we're nearly ready. Aha. Auch schön gemacht. This one is in the bag, and I don't mean the saddlebag. Who said anything about saddlebag? Oh, scheiße, da habe ich gar keine Lust gerade. Oh, so ein Vollarschloch. Man bedarf gerade so Mittel dran. Mittelbedarf an Vollarschlöchern. Können wir der Medusa die Rune klauen? God, I really hope this match ends up being of any cosmic significance. Nein! Zu langsam. Autsch. Auch das noch. Wenn ich die Rune bekommen hätte, wäre es noch so halbwegs okay gewesen. Schön gebaitet. Die Säcke. Naja, wenn schon so einen Start machen, dann doch in diesem Spiel. Mit dem Slar. Da habe ich da kein schlechtes Gewissen. Ich werde doch gleich schon wieder gecharged. Doch noch nicht. Ist oben. Nachher klappt das oben voll gut und ich verkacke meine Offlane. Daran scheitert es dann.
nicht mal den Last Hit hier vernünftig hin. Habe ich die Cast-Time ein bisschen unterschätzt? Ja, guck, der Nächste ist alles. Die machen nämlich alles super jetzt und ich bin der große Verkacker. Das ist ein Fachausdruck. Danke, dass sie gerade die Snake benutzt hat, die Mystic Snake. Die Lane hätte mich ganz gerade rausgepusht. Und dann hätte ich da nicht vernünftig farmen können, weil es viel zu gefährlich gewesen wäre für mich. Aber so. Ging das ganz gut. Ja, Medusa kann das ziemlich gut alleine hier unten stehen jetzt. Einfach mal ein XP. Heil ein bisschen hoch. Bräuchte auch mal einen Stick. Aber als Erstes werde ich jetzt mal die Tranquils fertig machen. Die bringen mir viel mehr. Auf jeden Fall schon mal fröhlich hin und her. Nice. Das hätte ich den Stun getroffen. Das ist ein beknacktes Spiel. Das ist gar nicht so einfach, weil die Range relativ hoch, also auf der das dann seinen Scheiß schon trifft, relativ hoch ist. Ah, herrlich. Ja, natürlich springt das zu mir. Was weise fuck not. Nope. Nope, Alter. Hör doch mal auf. Ist auch nur begrenzt witzig. Nur hier runter tipiet, um die Runen einzusacken lassen. Ey. Nee, alles klar. Wie denn plötzlich her? Warum ist auf der Spirit Spiritbreaker, sag ich schon, der Slark hier nach unten gekommen? Was ist eigentlich alles für ein Scheiß, den wir hier machen? Was ist denn für ein Spiel? Wo kommen die denn alle her? Was sind das denn für Lanes? Das war alles total schwachfick. You don't move. Noch ein bisschen bewegen.
der Invoker hat auch total gepennt. Wir spielen alle einen Scheiß. Die chasen den Platzsieger hier. Einmal quer über die Map. Das ist alles totaler Scheiß. Das ist totaler Schwachfick. Alles. Jetzt habe ich wenigstens mein Ulti. Alles ein totaler Schwachfick. Unglaublich. So, wem welcher Jungle gehört und welche Lane, das ist auch alles überhaupt nicht zu sagen. Wenn ich ein bisschen mal Return Aura hätte, würde das mich auch weiterbringen. ITP top. Go, go, go. Da stirbt unser Invoker. Warum auch nicht? Mid-tower taking damage. Dire have fortified their towers. Your middle tower is under attack. Platzsieger ist ein bisschen schnell jetzt. Oh, danke für die Spende. 10 Euro von True Tom. Feierabend Dota Hype. Yes. Feierabend Dota Hype. Wo muss das sein? Oh, how wonderful. Your middle tower is being torn to pieces. Ja, kein Return halt, weil ich in der Laning Phase. Machen wir es mal so, krieg nicht mehr ganz so viel Schaden. Your middle tower is under attack. So, bring ich hier mal noch in den Ring. Your top tower is under attack. Hier ist alles ein bisschen entspannter. Na, ich dachte, die brauchen noch meine Hilfe. Lass mal die Hood fertig machen, dann den Blinkdagger. Langsam habe ich doch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich die erste Aktion so verkackt habe. Das First Blood, dass das da kommt. Kunker hier, careful. Back, back, back. Noch rein. Like a Vollidiot. Er kann sich trotzdem nicht heilen. Aber wenn er den noch vorher gekillt. Gar nicht so schlecht. Radiant structures are fortified. If enemies attacking your top tower is what you desire, please take no action. Platzsieger coming mit. Ghost walk and stuff. Don't die. Beim Invoker, dem traue ich irgendwie gar nicht zu. Double damage. Der hängt der Earth Spirit pimmelt nur bei uns rum, ey. Double damage.
Den Stun irgendwie noch vorher verkackt. Ich weiß gar nicht, warum ich da gestunt habe. So blöd zum Klicken. Zum Klicken ist, glaube ich, die richtige Antwort. Das ist alles total. Das Spiel ist totaler Scheiß. Ich weiß nicht, warum wir da jetzt killmäßig vorne liegen. Oh, so knapp! So fucking knapp! Es war vielleicht 0,1 Sekunde. Just TP out. TP out, TP out. Trotzdem 3 von ihnen gestorben ist alles. Sollen wir die Level zeigen? Da sieht man die Level. Sauber. Oh, Platzsieger hier? Warum läuft der denn dann hier so vorbei? Das ist doch alles totaler Quatsch. Das ist doch alles totaler Quatsch. Das ist doch alles totaler Quatsch. Also normalerweise fange ich oft sogar mit Return an oder Skill das danach, weil es halt auch zum Farmen echt stark ist, zumindest ein Level. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass wir die Stun Duration gut gebrauchen können. Was? Aber wie gesagt, irgendwie ist das alles. Sollte auch mal jetzt noch zwischendurch Hood of Defiance einsetzen, da ist eine Haste-Rune. Ja, sauber. Spiritbreaker damit. Ich muss hier leider weg. Jetzt habe ich nicht gehastet in meinem Rupture. Wenn ich einfach hier zu dem Tower tippen soll, nicht ganz raus. Komm! Oh, das hat fast gereicht. What are you doing? Keep shooting on him! Also nö, da höre ich auf. Warum hört der auf drauf zu schießen?
Magic. Bin noch gar nicht ganz sicher. Evasion oder Magic? Resistance. Ja, das kann auch gegen Stun helfen. Magic habe ich ja schon ein bisschen. Kunker hier? Wie scheiße spielen die denn? Also wir haben so ein blödes Line-Up. Ich habe diesen, ich habe den Anfang verkackt. Ja, das ist auch nicht, bis alle Ewigkeiten irgendwie noch mitschleppen, aber trotzdem. Und Medusa war halt auch gut allein unterwegs. Was läuft denn da bei denen? Ist doch Quatsch. Ich habe einen super späten Blinkdagger. Und wir haben auch Invoker und Anti-Mage, ist auch nicht so. Müssen wir erstmal weggucken. Warum hilft denn da keiner? Invoker! Irgendwer! Ich hab nicht genug Mana, warum hab ich nicht genug Mana? Warum trifft er denn den Kombo? Er hat sogar getroffen. Nur fast nicht getroffen. Was macht denn der Platzsieger da? Was macht der Slug da? Nein, warum sterbe ich? Wo sind überhaupt die anderen? Was ist das denn hier für ein Spiel? Hä? Der Shadow Shaman hat auch lange gebraucht. Ich habe mein Ulti gemacht, dann stand er irgendwie noch 2 Sekunden erstmal hier so am Tower, anstatt da schon reinzurennen mit Full Speed. Aber der Invoker spielt auch, nach dem, was ich bisher sehe, extrem schlecht. Und welcher Invoker baut eigentlich keine Hand of Midas? Und super und. Das ist mein Blinkdagger, der ein bisschen verzögert. Da war doch gerade der Kunker. Sauber. Nice. Du bist doch nicht mal warum gehst du denn zurück? Der Invoker ist der Hammer. Warum geht er denn zurück? Er ist nicht mal geäxt. Das ist alles eine Scheiße. Man glaubt es nicht. Das ist der Hammer! Das ist ungefähr das dümmste Spiel seit langem. Möchte jemand oben verteidigen? Anscheinend nicht. Soll mein Blinkdagger mal mitbringen?
Ich mache als nächstes ein Lotus Orb in dem Spiel. Das ist sehr stark hier. Nee. Blöden Matt-Golems. Sich auch selber gejohlt. Was macht der Dings hier? Der hat auch noch nichts, der Spirit Breaker. Don't run! Da will ich ihm noch helfen. Warum rennt er denn? Ja, schnell rumrennen. Der Slugs und wieder zurück. Und warum? Das ist das dümmste Spiel. Careful, so you're not getting charged. Mid-tar taking damage. Your middle tower is being they're coming for you. Ah, too early. Let's go bottom, guys. Go, go, go. Bottom tower being attacked. Was? Wo laufen die denn alle lang? Warum habe ich kein Mana mehr? Ich verstehe das alles nicht. Die ja, egal. Alles egal in dem Spiel. Buntes Rumgeklicke, ja. Alles egal. Meine Fresse, ist das alles dumm. Radiant structures are fortified. Ich weiß nicht, ob der eigentlich mit Lincolns hat. No. Hat er nicht.
fortified with arms. Enemy's bottom tower has fallen. Nein, nicht mehr rechtzeitig bekommen. So, kommen sie noch rechtzeitig ran. Mit meinem Ult. Und mit meinem Ult können sie nur schneller sterben. Ja, ohne mein Ulti wären sie wahrscheinlich nicht mehr reingegangen. Beim Ulti konnten sie noch schneller draufgehen. Alles richtig gemacht. Also, es ist immer genau verkehrt. Wenn du denkst, das ist der dümmste Kampf, das wird überhaupt nichts, dann gewinnen wir den irgendwie. Wenn du denkst so, das ist eine gute Situation, wenn wir jetzt da mein Ulti zünden und sie dann halt zusammen kämpfen können, dann wird das richtig was. Dann verlieren wir den Kampf total. Wenn du am Anfang denkst, die Lanes sind totaler Scheiß, das wird nie was. Da kommen wir irgendwie drüber hinweg und zwischendurch, wenn wir vorne liegen und sagen so, okay, jetzt ist easy, irgendwie haben wir das überstanden, dann machen wir plötzlich nur noch Dreck. Das ist alles einfach totaler Scheiß. Aber irgendwie so ein bisschen lustig ist es schon. Bisschen beknackt, bisschen lustig. My strength grows. Die Medusa war auch in der Solo-Lane. Warum hat die denn nichts? Das ist doch auch Quatsch zum Beispiel. Hau ab. Einfach abhauen. So, als nächstes Aghanims. Wäre ich bestimmt gecharged, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier. Und kaputt. Aber den noch gekriegt. Nice. Nice. Na, jetzt doch noch angeguckt. Na, der Uli ist nice. Was sieht hier darauf gut an? Ey, es ist so scheiße. Es ist so unglaublich scheiße. Aber Centaur ist in dem Spiel echt gut. Der Ulti reißt einiges raus. Also, dass sie einfach dann wegrennen können. Wenn wir noch die Damage Reduction haben, dann noch mehr. Ich hole mal eben. So, den Point Booster. Das Lag zieht sie eh schon zurück.
In diesem Spiel nicht mal 20 Stärke. Habe ich mit gerechnet, dass der Platz hier, weil ich relativ weit vorne stand, mir vielleicht einen Rupture gibt, der nicht aufpasst. Immer schön hin und her blinken. Für Illusions, so muss das sein. Und jetzt behalte ich mal Buyback. Weil es langsam die Phase des Spiels ist, wenn man einen Teamkampf verliert, kann das durchaus sein, dass man ein, zwei Lanes oder gleich das ganze Spiel verliert. Alles möglich. Ult. So, lass mal dispellen. Hä, warum kann ich nicht... Achso, auf Cooldown. Warum kann ich nicht stunnen? Ah, dem Schiff ausweichen. Nice, das ging daneben. Warum kämpft der Rest nicht? Der hat noch so viel AP. Der Anti-Mage und der Slug. What happened? Ja, allerdings frage ich mich das ganze Spiel über. Wir haben ein paar Buybacks bekommen. Nur gesehen, der Slug und Anti-Mage ganz voller HP haben. Dachte ich, ja, wir können halt easy kämpfen. Egal. Ah. Alles wurscht, ey, ich sag's euch. Alles kaputt in dem Spiel. Nein. Shadow Shaman, nein. Nein. Der Shadow Shaman. So. Damit der Invoker schneller dazukommt. Mal kurz oben die große Wave aufhalten hier.
wollen keine Creeps an unserer Base haben. Vielen Dank. I was dead and respawned and then just stopped its top push. All should flee. Well, it's not time yet. Actually, we're doing fine. So, ich habe nur geguckt, wie es mit Unreliable Gold aussieht. Kein TP habe ich. Fällt mir gerade zwischendurch auf. Jetzt platziert deine scheiß Wards, Shadow Shaman und gut ist. Danke. Der Shadow Shaman, wie er da reinrennt und halt nur zerfetzt wird. So. Noch da reingesprungen. Wer hat denn das Diffusal Blade da? Brauche ich hier keinen Mana? Ist das irgendein Talent? Was ich übersehen habe, sehr furchtbar. Hat Medusa einen Mana? Hatte ich doch gar nicht. Wer verbrennt denn aber meinen Mana, ohne dass sie es. Dass sie davon irgendwas haben? Was soll denn das alles? Der hat Damage. Hat irgendjemand da Mana Burn? Die Snake war es aber nicht nur, oder? War es die Snake, echt? Alles egal. Dann war es doch die Snake, okay? Ja, die Snake ist ja eh klar. Ich dachte, es wäre was anders gewesen. Whatever. Mach mal die Pipe fertig. Pay for thy lack. Invisibility. If he unsaves, unreliable gold, okay. Jetzt sollten wir einfach mal pushen. Wenn die beiden Kollegen tot sind.
Schatz. Ja, geht schön zur Mitte. Macht das genau richtig. Nice. Halt, trifft mich mal mit den blöden Blitzen. Du wirst bescheuert. Schönes Cataclysm. Hol mal die Gebäude. Das ist das Abstand. Das andere Spiel war nervig. Aber das ist mit Abstand das dümmste Spiel heute und seit langem. Aua, hallo, aufhören. Das tut auch alles weh. Ich habe auch Gefühle. Yay! <Yeah. lacht> So eine Scheiße. So ein Vollschwachsinn. Der Slark kriegt trotzdem einen Report für seinen Pick. Zum Glück konnten wir da drumherum spielen, offensichtlich. Ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben. Ernsthaft. Sie haben das First Blood von mir geschenkt bekommen. Und sie hatten dann einen guten Start, also mit zwei Roamern, was tendenziell gefährlich ist, vor allem da wir schwache Lanes hatten. Invoker am Anfang schwach, Anti-Mage am Anfang schwach, Slark am Anfang schwach. Alle wirklich schwach. Wir hatten schwache Lanes und ich habe verkackt. Nochmal Euro von True Tom, danke. Ja, solche Spiele will man vielleicht manchmal gar nicht selber haben. Das mache ich schon gerne. Also wir hatten wirklich, ich habe verkackt den Anfang. Schwache Lanes, Spirit Break am Anfang sehr stark, Earth Spirit sehr stark, Bloodseeker ist stark in der Lane, Medusa. Das war alles... Dass sie das uns nicht völlig auseinandergenommen haben, ist unbegreiflich. Unbegreiflich. Und zwar auch diese ganzen Kämpfe waren völlig beknackt immer. So wie gesagt, die Kämpfe, wo ich dachte, okay, den gewinnen wir jetzt, weil wir haben folgende Situation und hier den Vorteil und High Ground und dies. Und dann, ja, können wir das machen? Nichts passiert. Und umgekehrt, Kämpfe, wo die halt wirklich mies aus dem Anfang, haben wir plötzlich gewonnen. Ich check's nicht, ey. Ich check's echt nicht, oder? Nehme ich mit. So, weiß ich nicht. Machen wir einfach weiter heute, oder? Scheint ja zu laufen.